Das KitKat von Milka, das könnte Milka Leo wirklich sein. Gibt es leider nicht in Deutschland, aber trotzdem ist es mal ein Test wert, ob es sich denn überhaupt lohnt. Wir probieren es aus. Willkommen bei der Foodshow. Wie ihr seht, Milka Leo. Warum habe ich jetzt auf einmal so eine kleine Packung in der Hand? Ja, diese kleinen Packungen sind da drin. Das ist eine Knickpackung. Wenn man die nämlich aufmacht, kannst du so machen, dann kannst du die so hinstellen und kannst die einzelnen Milka Leo Täfelchen rausziehen. Finde ich gar nicht doof, habe ich in Deutschland bisher auch noch gar nicht gesehen. Und das ist jetzt auch so der Hinweis nochmal, wo es herkommt. Es ist kein deutsches Produkt. Milka Leo ist wirklich ein ausländisches Produkt. Hier ist sie aus Frankreich und Belgien oder Belgien und Niederlande. Da habt ihr die Chance zu bekommen. Nach Deutschland hat sie es, glaube ich, noch nicht geschafft oder war mal in Deutschland. Habe ich, glaube ich, irgendwo mal gelesen, dass es die auch in Deutschland mal gegeben hat. Aber irgendwie gibt es die bei uns nicht. Ja, was ist das? Es hatte ich ja schon erwähnt, es geht in die Richtung KitKat, nur von Milka. Finde ich ganz interessant, diese kleinen Täfelchen mit Waffelschokolade. Kann ganz geil sein, kann aber auch gar nicht schmecken, wer weiß. Aber so wie sie in England, sage ich schon, wie die in Frankreich, Belgien und Co. gekauft wird, glaube ich nicht, dass die nichts kann. Da gibt es auch Abwandlungen von mit weißer Schokolade. Dann gibt es noch die Lea, die hatte ich mal dem Junkfood-Guru zugeschickt. Da hat er auch mal ein Video, glaube ich, drüber gemacht. Also das ist dann die Lea-Variante mit Himbeere sogar noch dabei. Die hatte ich mir damals nicht mitgenommen. Die habe ich nur für den Guru mitgenommen aus dem Urlaub und habe sie ihm dann zugeschickt. Ja, und jetzt wollte ich die auch mal testen. Die liegt nämlich bei mir auch schon fast ein halbes Jahr im Regal. Aber wie das immer so ist, da kommt immer mal was dazwischen und dann testest du was anderes. Ja, Nachaufnahme habe ich für euch gemacht. Da geht ihr jetzt rein. Zutaten, könnt ihr euch versuchen zu übersetzen. Nährwerte sind ganz normal lesbar. 532 auf 100 Gramm. So eine komplette Packung hat 177. Geht eigentlich auch klar. Darum ab in die Nahaufnahme und danach probieren wir die Milka Leo. Und wie sieht es aus? Wie gezeigt, sind es ja an solchen Schiebern einzeln drin, wie ihr es vor allem von KitKat und Co. kennt. Und so sieht es an sich auch aus. Also wirklich Schokoladentafel. Hier habt ihr die Waffeln mit Schokolade drumherum. Unten drunter sieht man auch die dicke Waffelschicht auch nochmal ganz gut. Also es ist wirklich interessant gemacht. Ich bin gleich gespannt, wie es schmeckt. Zutaten, Nährwerte. Wie gesagt, das ist ja diese Schiebekiste. Muss ich euch einmal so zeigen. Natürlich nicht in Deutsch. Aber das meiste kann man sich eigentlich auch denken, wenn man es liest. Und hier habt ihr nochmal die Nährwerte. Und jetzt haben wir schon probiert. Und jetzt bin ich gespannt, wie Milka Leo denn so schmecken wird. Und wir sind zurück und jetzt darf sie probiert werden. Ich freue mich immer wieder. Ich freue mich einfach, wenn ich neue Sachen testen darf, die ich nicht kenne. Ja, also das war dieses kleine Ding. Sehr viel Waffel. Riecht nach Milka. Also Milka hat ja wirklich auch einen eigenen Schokoladengeruch. Das finde ich aber ganz interessant. Darum riecht man auch sehr viel an Sachen. Also ich finde das immer ganz wichtig. Nicht nur Auge, sondern der Geruch ist mir auch sehr, sehr wichtig. Und Milka hat einfach einen ganz eigenen Geruch. Mal gucken, wie es schmeckt. Komplett anders als KitKat. Also wirklich komplett anders. Weil das ist ja so der Vergleich, den man gerade im Kopf hat. Aber schmeckt nicht schlecht. Schmeckt sehr, sehr leicht, muss ich sagen. Aber hier ist auch sehr viel Waffel zwischen. Knuspert aber. Hast diesen leichten Milka-Schokoladenschmelz. Kann man echt machen. Also, ich glaube, die würde sich in Deutschland auch wirklich gut verkaufen. Also, so ein Konkurrenzprodukt von Milka, wie heißen sie? KitKat. Und KitKat gibt es ja da auch. Gibt es auch in Niederlande, Frankreich und Co. Das ist ja nicht so, dass es nur in Deutschland KitKat gibt und dafür gibt es dann hier Milka. Also, die könnten sie auch ruhig, glaube ich, nach Deutschland rüberschieben und die würde sich hier gut verkaufen. Die ist lecker, ungewohnter Geschmack. Ich finde sie wirklich durch diese Milchcreme- und Waffelgeschichte, die da so viel drin ist, sehr, sehr leicht im Geschmack. Nicht so mega schokoladenintensiv, aber trotzdem cool. Punktemäßig kriegt die aber von mir nur 3,5 von 5. Wie gesagt, sie ist nicht der mega Oberknaller, sie ist trotzdem lecker. Ich würde es mir aber eventuell, wenn ich irgendwo an der Tankstelle oder so sehen würde, so denken, boah, wenn ich jetzt Bock hätte, würde ich sie mir wirklich schnell mitnehmen. Ist lecker. Wenn ihr mal die Möglichkeit habt, wie gesagt, Niederlande, Frankreich, Belgien, da habt ihr die Chance, sie zu bekommen.
Probiert sie gerne mal aus. Vielleicht habt ihr sie schon mal ausprobiert. Dann schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr sie findet oder ob ihr sie euch vielleicht in Deutschland wünschen würdet. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in eines der nächsten Videos bei der Food Show. Bis bald. Ciao. Euer Bob.